dumm und dämlich rechnen. Man kann es auch rückwärts rechnen, indem ich sage, wieder ein Beispiel, ein Hase, der ist ja nur wieder schneller, läuft 100 Meter und der Hase hat aber eine Geschwindigkeit typischerweise von 40 Kilometer pro Stunde. So, gesucht ist in diesem Fall die Zeit. Naja, dann sage ich, okay, V ist S durch T, Lösung ist wieder einfach. V ist S durch T. Und jetzt kann ich entweder einsetzen und dann umstellen oder umgekehrt. Ich mache es mal jetzt umgekehrt. Ich sage, T ist gesucht, also das hier ist gesucht, steht aber blöderweise unter Bruchstrich, also sage ich mal T. Dann ist die nächste Zeile V mal T ist gleich S. Ja, das will ich ja nicht rausbekommen. Aber ich habe das T unterm Bruchstrich endlich raus. Na gut, kein Problem. Teile ich noch durch V. Dann ist T gleich S durch V. Bis dahin nichts Besonderes. Moment, hier gibt es eine Frage. Okay, so, und jetzt setze ich ein. Jetzt geht's los. Jetzt sage ich, na gut, dann T, was ich hier rausbekommen will, ist S. S, S, S. Ach, das waren 100 Meter. Durch. V, V sind 40 Kilometer pro Stunde. 40 Kilometer. Und jetzt kommt ein Doppelbruch und deswegen wandert die Stunde hier hoch. Das lässt sich in den anderen Videos nochmal angucken. Automatisch. Durch, durch heißt mal. Durch, durch, durch. Und nochmal durch ist das Gegenteil von durch. Also mal Stunde. Mal wird immer oben auf dem Bruchstrich geschrieben. Jetzt habe ich hier aber ein kleines Problem. Jetzt sehe ich das. Ich möchte eine vernünftige Geschwindigkeitsangabe wie Kilometer pro Stunde oder Meter pro Sekunde raus haben. Und ich möchte auch eine vernünftige Angabe haben, nicht 0,00 nix Stunden, sondern ich möchte irgendwie Sekunden oder sowas raus haben. Na gut, dann mache ich es nicht so spannend, dann sage ich erstmal, kann ich grundsätzlich Nullen wegstreichen, da wird schon mal leichter. Dann kann ich 10 durch 4 schon mal kürzen, dann habe ich hier 2,5 und hier habe ich bloß noch eine 1 stehen. Aber Meter und Kilometer, damit tue ich mir noch schwer, das macht aber nichts. Abgeschrieben heißt das, die 1 hier unten, die kann ich mir schenken, aber die 2,5 ist spannend. 2,5 und jetzt mal Meter, okay, mal Stunde, aber immer noch durch Kilometer. Und statt Kilometer schreibe ich 1000 Meter. Das ist nicht mehr schlimm. 1000 Meter. Jetzt kann ich die Meter auch noch wegkürzen und da ich ja eine Zeitangabe haben will, die muss ja irgendwie in Stunden oder Sekunden oder Minuten passieren, habe ich das. Ach, wunderbar. Ich kann mich noch weiter rantasten. Ich kann sagen, T ist gleich. Hier steht ja 2,5 auf dem Bruchstrich und 1000 unterm Bruchstrich. Wenn ich das alles durch 2,5 teile, mal sehen, was passiert. Durch 2,5 ist eine 1 und 1000 durch 2,5. Jetzt muss ich überlegen. 1000 durch 2, da muss irgendwas um die 500, 600 rauskommen oder 400. Moment. 100 durch 2,5 ist 4. 1000 durch 2,5 ist demzufolge 40, oder wie? Ne? 100 durch 2,5 ist 40, also 400 ist schon richtig. Ein 400stel Stunde. Ach, das ist eklig. Das ist da keine Angabe. Das ist genauso, als wenn jemand sagt im Supermarkt, was muss ich zahlen? Und dann sagt der Kassierer 7/8 Euro. Dann sagt er, pass mal auf, sag mir einen richtigen Preis oder ich hau wieder ab. Oder es gibt bei in die Backen. Gut, jetzt machen wir den gleichen Trick wie mit den Kilometern. Dann schreiben wir noch und 1. Die Stunde, die können wir hier eine Stunde durch 400. Ja, Stunde steht oben drauf und eine Stunde durch 400. Und den Trick wenden wir jetzt an. Jetzt sagen wir, eine Stunde sind, was machen wir da draus? 60 Minuten. 60, ich schreibe mal Min, damit das besser auffällt. 60 Minuten, ja, da kann ich schon mal wieder eine Null wegstreichen. Jetzt habe ich 6/40 Minuten. Das ist auch blöd. Am besten, ich nehme wohl doch Sekunden. Na und? Dann mache ich wieder weiter und schreibe. Mathe ist nur Schreiben, ne? Wir sind gerade in der physikalischen Mathematik. Hier oben steht noch eine 6 und hier unten noch eine 40. 6 Minuten, da mache ich eben Sekunden draus. Eine Minute, also 6. Und jetzt eine Minute hat 60 Sekunden mal 60 Sekunden. Jetzt schreibe ich mal Sek und nicht S, damit wir nicht mit S durch T durcheinander kommen. Und hier unten habe ich noch eine 40 stehen. Merkt ihr was? Es wird leichter. Ich kann wieder hier die Nullen wegstreichen. Schwupp und schwapp. Jetzt habe ich oben 36 Viertel. Na, das geht. 36 durch 4 ist also 9 Sekunden. Jetzt mache ich das Ergebnis mal rot, weil es so schön ist. 6 mal 6 ist 36 durch 4, 9 Sekunden. Und so kann man sich rantasten. Dann schreibt man eben eine Zeile mehr, bevor man sich einen Wolf rechnet.
Ich halte mehr davon, statt sich 10 Formeln auswendig zu merken und sagen, da muss ich noch durch 3600 teilen oder so. Hör auf, schreibt es einfach hin. Hier gibt es Fragen, bitte. Es gab nochmal, und das ist eigentlich auch ganz normal, müssen wir nochmal erinnern. Was ist, wenn ich etwas teile? Wenn ich zum Beispiel sage, 2/3, jetzt mache ich mal statt dieses blöden Doppelpunktes, mache ich mal 2/3 durch 4/8. Was muss ich dann korrekterweise daraus machen, damit ich wirklich damit rechnen kann? Dann sage ich, okay, das ist 2/3 durch 4/8. Aber so schreibe ich es nicht hin, sondern ich lasse das gleich, mache es gleich richtig. Ich muss mit dem Reziproken des Teilers multiplizieren. Also 8/4. Das heißt also, jetzt gucken wir uns mal an, wo was hingewandert ist. Diese 8, die ist einmal geteilt und nochmal geteilt worden und wandert dadurch automatisch oben auf den Bruchstrich mit. Daher kommt das. Da ist er. Das heißt, durch wird mal. Und mal schreiben wir auf den Bruchstrich und durch schreiben wir immer unter den Bruchstrich. Daher kommt das. Okay? Und das jetzt hier drauf angewandt, auf diese Zeile, habe ich gesagt, das ist 100 Meter durch 40 Kilometer und jetzt durch Stunde. Aber erstes durch hier, zweites durch heißt, das hier unten kann ich mir schenken, das kann ich gleich als mal Stunde oben raufschreiben. Davon kommt das. Jo. Eng mit dem ganzen Thema zusammen ist das Thema Beschleunigung. Beschleunigung. Wir nehmen jetzt erstmal die Geradlinie.